Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei einem neuen Video wieder mit dabei seid. Mich hat der Blissim Adventskalender erreicht und zwar wird es dieses Jahr mehrere Blissim Adventskalender geben und dies ist der Highlight-Kalender von Blissim. Das heißt, es sind die Jahreshighlights mit enthalten. Ich hoffe, das sind jetzt nicht nur Produkte, die man schon kennen, aber ja, gucken wir einfach mal zusammen rein. Ich bin schon mega gespannt. Er ist auf jeden Fall richtig, richtig schön und elegant und wertig und ich habe noch gar nicht aufgemacht, also machen wir zusammen auf, schauen wir jetzt rein. So, also erst einmal möchte ich gerne diese hübsche Schleife zusammen mit euch aufmachen. Wenn ich die wieder schließen sollte, ich werde sie nie wieder so schön hinkriegen. Ja, sehr, sehr süß. Es sind auf jeden Fall so Schächtelchen hier drin. Das heißt, man kann ihn dann auch wieder verwenden und wieder befüllen, wenn man ihn einmal leer gemacht hat. Ich stelle ihn jetzt da hinten hin. Wir machen dann ein Türchen nach dem anderen auf. Und mein Adventskalender-Prinzip für die meisten hochwertigeren Adventskalender ist, dass ich die Produkte, die für mich selber bestimmt sind, die ich mir aufheben möchte, die schiebe ich dann wieder rein und die öffne ich dann wirklich in der Adventskalender vor Weihnachtszeit. Und die Produkte, wo weiter wandern werden, wo vielleicht nichts für mich sind oder ich habe die schon oder so, die tue ich alle auf einen Haufen, auf einen Stapel. Und ich werde dieses Jahr auch wieder Adventskalender für euch befüllen und die kommen dann in Adventskalender für euch oder vielleicht für Familie oder Freunde. Ich werde da mehrere befüllen dieses Jahr. Also wir starten. Den Adventskalender gibt es noch zu kaufen. Auf Amazon habe ich den bestellt. Ich verlinke euch das auch gerne unten in der Infobox. Ich meine, ich habe 69 Euro dafür gezahlt. Relativ viel. Wenn da aber wirklich die Favoriten drin sind von Blissim, könnte das wirklich ein Highlight werden, habe ich mir gedacht. Und deswegen habe ich den bestellt. Also schauen wir gleich rein. Wir öffnen ihn zusammen. Nummer 1. Ein sehr, sehr cooles Produkt. Das habe ich jetzt auch gerade in Anwendung. Und zwar ist es eine Nachtcreme von Polar. Ich mag den Duft tatsächlich, diesen wirklich sehr zurückhaltenden Pflegeduft sehr, sehr gerne. Es ist wirklich nicht überdreht und riecht so stark nach Lavendel oder so. Ich mag die Nachtcreme richtig gern. Sie pflegt total schön und von daher ist es ein absolutes Lieblingsprodukt, auch von mir, nicht nur von der Blissim-Redaktion. Deswegen kommt es wieder in den Kalender rein und ich freue mich am 1. Dezember auf dieses Produkt. Die Nummer 2 von Sophia und Marvel ist hier ein Brow Gel drin, also ein Augenbrauengel, was die Augenbrauen in Form bringen soll und eben auch fixieren soll. Ich habe das Augenbrauengel auch in der Blissim Box drin gehabt, habe das gerade in Anwendung und bin eher so mittelmäßig begeistert, weil es halt, es kommt vielleicht auch auf die Augenbrauen drauf an, wie buschig die sind oder nicht buschig. Meine sind sehr buschig und bei mir hält das halt nicht lange, dieses Augenbrauengel. Deshalb werde ich das Produkt an euch weitergeben in dem Adventskalender. Vielleicht möchtet ihr das auch einmal ausprobieren. Die Nummer 3 ist etwas schwerer. Da ist ein Fläschchen drin, das kenne ich noch nicht. So schaut es aus. Und das ist ein, wenn man das jetzt alles wüsste, gell? Hyaluronidazin, Bio und Extra Verge. Es sieht mir so aus, als wäre es ein Öl. Es ist eben alles auf Französisch, deswegen, ich denke, das sind die Jahresfavoriten der französischen Blissim Box, nicht der deutschen, also was wir hier so viel drin hatten oder so. Es sind jetzt auch keine großartigen, doch hier sind Inhaltsstoffe und zwar sind da zwei verschiedene Öle als Inhaltsstoffe angegeben und mehr nicht. Also das ist auf jeden Fall ein Öl. Ich weiß jetzt aber nicht, für was das gedacht ist. Da muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachschauen, ob das jetzt, weiß ich nicht, zum Make-up-Entfernen gedacht ist, als Körperöl gedacht ist, als Gesichtsöl. Ich würde fast darauf tippen, dass es vielleicht als Körperöl gedacht ist, weil Gesichtsöle sind meistens ein bisschen kleiner verpackt. Und bei den Abschminkprodukten ist meist nicht nur reines Öl drin und auch vielleicht, ja, also wenn es reines Öl wäre, weniger. Aber ich werde bei dem Produkt nochmal nachlesen. Ich werde das für mich behalten, weil Gesichtsöle, Körperöle, was auch immer Öle mag ich sehr, sehr gern. Wenn man ein so ein Türchen entnimmt, entsteht hier hinten eine Lücke und alles rutscht ein bisschen nach unten. Finde ich aber nicht schlimm, weil das Muster ist auch so, ich finde, das ist nicht schlimm, wenn das ein bisschen durcheinander ist oder so. Ein bisschen kann man sich schon dran richten, dass es jetzt hier, sind jetzt die Federn von diesem Pfau und da drüben ist das Oberteil. Man kann schon wieder ein bisschen in Form bringen. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, wenn jetzt hier was durcheinander kommt. Ein größeres Produkt, ein Pflegeprodukt. Oh, wie cool. Also das ist eine Creme von Respire oder Respire. Auf jeden Fall ist diese Creme jetzt in der letzten Blissim-Box drin gewesen von September.
Und die habe ich gerade auf mein Nachtkästchen gestellt zum Ausprobieren. Also auf die bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und wenn ich dann die gut finden sollte, habe ich dann gleich ein Backup. Das heißt, ich werde dich auch bei mir lassen im Kalender. Ich finde, es ist ein schönes Produkt. Und die Marke finde ich gut. Und die Sachen sind auch immer toll beduftet. Ich glaube, ich habe die jetzt einmal kurz verwendet. Ich fand, dass die Gesichtscreme wenig Duftstoffe hatte, was sehr, sehr gut war, weil im Gesicht mag ich üppigen Duft auch nicht so gerne oder vertrage das auch nicht so gut. Und die Gesichtscreme ist ein bisschen zurückhaltender bei den Duftstoffen und die ist sehr, sehr schön. Also ich freue mich drauf, dass ich die nochmal ins Backup kriege. Die Nummer 5. Und ich habe auch schon einen Spoiler gesehen für den deutschen Adventskalender und ich meine, dass der ähnlich aussieht wie dieser, aber trotzdem sich ein bisschen unterscheidet. Also ich meine, Farbkonzept und so weiter gleich, aber keine Pfauen drauf. Hier haben wir ein Produkt von Pai, ein Rosehip Fluid Extract Cleansing Oil. Schön, also deswegen, ich gehe davon aus, dass das andere ein Körperöl war. Das ist ein Cleansing Oil für das Gesicht, das heißt auch sehr toll zum Make-up entfernen und auf jeden Fall ein Produkt für mich. Werde ich auch wieder reinpacken in den Kalender. Die Nummer 6 ist etwas größer und so mittelschwer, würde ich sagen. Und ich hoffe natürlich auch, dass da ein bisschen Make-up drin ist. Also bisher ist es in der Blissim-Box so, dass da meistens von den 5 Produkten 4 Produkte Pflege sind und ein Produkt Make-up. Deswegen denke ich, ist die Quote hier wahrscheinlich ähnlich, dass so eine Handvoll Make-up-Produkte drin sind und wirklich der Rest Pflegeprodukte. Muss man natürlich vorher wissen. Wenn man sich den Kalender bestellt, muss man auch sehr gern Pflege mögen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier ist ein Produkt drin von Rituals und aus dieser Reihe habe ich letztens irgendein Produkt gehabt. Ich meine, war das das Shower Mousse oder Shower Gel oder Oil-In? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da letztens mal ein Produkt gehabt und das roch so, so gut. Ich habe das dann meinem Sohn weitergegeben, der fand das auch richtig klasse. Und das hier ist also von Ritual of Qing, die Soothing Body Cream. Ja, also Körperlotion, wer sich gern eincremt und im Winter cremt man sich ja auch mehr eingefüllt als im Sommer. Und der Duft, der ist ein bisschen, kann ich mal kurz dran riechen. Ja, der ist ein bisschen herber, also nicht so süß. Und der ist ein bisschen so, ja, zum Relaxen eigentlich. Ich glaube, steht ja auch drauf, relax, irgendwie, das ist so ein Entspannungsduft. Also das bisschen, weiß ich nicht, kann man sagen, kräuterig, auf jeden Fall ist der sehr zur Entspannung da. Weiß ich nicht, ob da Lavendel drin ist, wahrscheinlich nicht viel, weil sonst hätte man nicht gefallen. Aber ist auf jeden Fall sehr gut zur Entspannung und so ein bisschen zum, ja, runterkommen dann abends. Also ich würde sagen, das ist eine perfekte Bodylotion, um dann abends aufzutragen. Die Nummer 7 hat wieder einen schönen V vorne drauf. Okay, und das kenne ich noch nicht. In der Nummer 7 hat sich dieses Tüppchen verborgen und ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Also ich habe gerade ein bisschen geguckt, was es sein könnte. Es ist auf jeden Fall mit Hyaluron. Und ich meine, das könnte wirklich eine Augencreme sein. Aber ich kann es nicht sicher schwören. Das heißt irgendwie Contour, de jeu oder ich kann es nicht genau, for bright look. Und auf jeden Fall ist da Cornflower Floral Water drin und Hyaluron Melting Gel Cream. Okay, also ich nehme mal an, dass das eine Augencreme sein wird. Schon allein von dem Typchen. Also so schaut selten eine Gesichtscreme aus. Und deswegen wird das wahrscheinlich eine Augencreme sein. Ich werde es mir wieder einpacken für den 7. Dezember. Die Nummer 8, Chloe sagt immer, die macht, dass es kracht. Und dieses Produkt habe ich schon. Das ist von All Tigers. Ein Eyeshadow Pencil schaut so aus. Also sehr, sehr cooles Packaging. Also auch, dass der Deckel so cool bunt ist und hat hier so einen Bronzeton. Und ich habe den auch schon verwendet und ich finde die Haltbarkeit ganz, ganz schlimm bei dem Produkt. Also ich finde, es schaut gut aus, wenn er auf dem Auge ist. Man kann ihn schön verblenden und alles. Aber er trägt sich halt super schnell ab. Er hält nicht bis abends. Es war dann so, dass ich drüber noch was anderes gegeben habe. Und dann das, was drüber war, war abends noch drauf. Und unten hat sich alles abgetragen gehabt. Das heißt, er hat leider keine so gute Haltbarkeit. Aber ist eben auch ein eher natürliches Produkt. Ist vegan, steht drauf, 100% naturelle Inhaltsstoffe und ist jetzt nicht tierversuchsfrei Stempel drauf, aber ich kann es mir gut vorstellen bei dem Produkt und sehr, sehr cool. Ich werde es aber an euch weitergeben, weil ich es eben schon habe und auch persönlich nicht gut finde. In der Nummer 9, die ist wieder ein bisschen schwerer. Ui, was ist denn das? Da ist auf jeden Fall so ein Pöttchen drin. No No Conditioner. Also hier haben wir einen Conditioner für die Haare.
Nourishing Conditioner for Highly Processed or Brittle Hair. Steht da drin, wie lange man den, nee, da steht jetzt nicht drin, wie lange man den drin lassen soll, aber hat wahrscheinlich ein paar Minuten. Made in Italy, kommt aus Italien, 75 Milliliter und das sieht schon irgendwie cool aus. Das sieht so aus wie so Mousse, wo man gleich reinbeißen möchte, nee. Ja, das sieht cool aus, Conditioner kann ich auch immer sehr gut gebrauchen, das heißt, cooles Produkt in der neuen. Nummer 10 ist mega leicht, aber es scheint nicht leer zu sein. Ich habe schon Angst gehabt, dass wir was vergessen haben. Es ist was für die Lippen drin. Eine Lippenpflege von Jersey Shore Cosmetics. Lip Conditioner. Mongo Ongo. Lip Conditioner. Schaut so aus. Finde ich total süß. Es ist auf jeden Fall cruelty free drauf. Und ich finde auch jetzt wirklich, dass die Blissim Box immer mehr drauf guckt, dass die Produkte cruelty free sind. Finde ich richtig cool. Und auch hier, der Adventskalender kommt mir schon recht natürlich vor und cruelty free. Gut. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist Rituals, hat so ein bisschen unsicheren Status, aber viele Produkte, die ich jetzt schon raus habe und geguckt habe, sind wirklich vegan, cruelty-free. Echt, echt cool. Also diesen Lippenpflegestift werde ich sehr gerne nutzen am 10. oder ab dem 10. Dezember. Nummer 11. Boah, schön, ein Glasfläschchen. Ich weiß nicht, ob ihr es so gut sehen könnt. Da sind zwei Phasen drin. Oben ist etwas Öliges und unten ist es weniger ölig oder es hat zumindest zwei verschiedene Farben. Von Grancia L'Appel de la Forêt. Ein Booster mit Vitamin C. Das ist auf jeden Fall Booster, Serum, was Serumartiges, Gesichtsölartiges. Leider ist es ausgelaufen, merke ich gerade. Also ich habe schon die Finger voll. In meinem Kläppchen sieht es noch einigermaßen gut aus, aber es läuft leider aus. Ich werde es einfach so ein Kosmetiktüchlein dann drum geben. Auf Deutsch Doppelserum, Strahlkraft und Jugendlichkeit. Okay, cool. Also Jugendlichkeit kann ich jetzt inzwischen auch brauchen. Ich bin jetzt über 40 und deswegen ist es ein schönes Produkt für mich. Und ich wickle das jetzt hier sicherheitshalber noch ein bisschen ein und kommt wieder ins Kläppchen. Ich freue mich dann darauf am 11. Dezember. Die Nummer 12, Halbzeit. Die hatten wir auch drin. Und zwar, das ist ein Peeling oder ist das was anderes? Das muss ich gerade mal kurz gucken. Ultra Repair Cream. Nein, das ist eine Creme. Weil letztens hatten wir von dieser Marke. Die heißt First Aid Beauty Fab. Von dieser Marke hatten wir letztens ein Körperpeeling drin. Und jetzt, also in der gleichen Größe ungefähr, und jetzt ist es eine Creme für trockene oder gegen trockene Haut. Finde ich richtig cool. Da sind 28,3 Gramm drin, auch eine schöne Größe, um das zu probieren. Ich weiß es nicht genau, ob das für Körper oder Gesicht ist. Ich tippe aber aufs Gesicht. Es steht extra noch mal drauf, dass da Hyaluron mit enthalten ist. Und deswegen denke ich, das ist auch eine Gesichtscreme. Und von der Marke möchte ich eben ein bisschen mehr testen. Also die ist schon sehr, sehr spannend. Nummer 13. Et voilà! Eine Creme, die heißt Voila. Eine Handcreme, eine hydratisierende Moisturizing Handcreme. Natürlich in jedem Adventskalender. Handcreme darf nicht fehlen. 40 Milliliter sind drin, 97% naturelle Inhaltsstoffe. Ja, klingt gut. Da ist Shea Butter auf jeden Fall die Basis. Klingt gut, darf bleiben. Also ich muss mal gucken, dass ich nicht immer zu viel Handcremes dann in den Adventskalender behalte. Aber die werde ich behalten. Nummer 14. Dieses Produkt habe ich gerade unter der Dusche bei mir. Das ist ein Körperpeeling mit Kokosnuss und Kaffee. Also ich nehme mal an, dass die Peelingkörnchen Kaffeesatz sind. Aber ich habe es noch nicht getestet. Ich habe es, glaube ich, vorgestern habe ich es reingeräumt für die nächste Dusche, weil jetzt mein Peeling gerade leer gegangen ist. Ein Tropic Shot. Und ich finde, auch im Winter kann man so ein bisschen tropischen Duft auch brauchen, um sich da mal ein bisschen wegzuträumen. Also auch ein schönes Produkt und werde ich auch sehr, sehr gerne behalten. Nummer 15. Das Produkt habe ich auch gerade im Badezimmer. Also war auch schon in der Blissim Box Deutschland vertreten. Das ist ein Nachtöl von Luna. Auch was sehr, sehr Natürliches. Das muss ich gerade mal gucken. Also cruelty free, irgendwie also Energie positiv oder wie sagt man da? Auf jeden Fall ist es auch sehr grün, das Produkt.
Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil dieses Nachtöl ist eben blau eingefärbt. Und wenn man es aufs Gesicht gibt, ist es wirklich leicht bläulich im Gesicht. Aber man tut es ja drauf, wenn man schlafen geht. Und morgens ist es nicht mehr zu sehen. Also von dem her, ich finde das Nachtöl echt schön, echt gut. Und es riecht nach Kamille. Und ich mag Kamille halt auch so gern als Duft. Also von dem her darf das bei mir bleiben. Türchen Nummer 16. Will gar nicht rauskommen. Das schaut auch irgendwie cool aus. Also da geht gerade so eine riesen Luftblase nach oben. Ihr seht das wahrscheinlich nicht. Das ist ein Tea Tree and Hemp Oil. Also das ist ein Teebaumöl und Hanföl. Body Wash, ein Duschgel. Das ist mir, glaube ich, zu heftig vom Duft. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr herb sein. Das wird bei mir weiter wandern. Es ist klar, es ist Cleansing and Moisturizing in einem. Es ist sicher auch was Natürlicheres, weil da steht ganz viel. Also ich kann schlecht lesen, weil, ja, so weiße Schrift. Parabenfrei, glutenfrei, für alle Hauttypen geeignet und so weiter. Ich mag das, glaube ich, vom Duft her nicht. Das wird mir eine Nummer zu heftig sein. Das darf weiterziehen. Mega leicht ist die Nummer 17. Nee, oder? Also jetzt müsst ihr euch das mal anschauen. So groß ist das Türchen und so klein das Produkt. Ah, okay, das hatten wir auch drin in der Box. Habe ich aber noch nicht verwendet. Das ist so ein Multibalm. Le Petit Persorid. Ich möchte mir nicht blamieren. Ich kann leider kein Französisch, aber es ist auf jeden Fall ein Multibalm, Multi-Use, 100% naturelle Inhaltsstoffe. Oh, riecht so gut. Das riecht so, so fantastisch gut. Und das wird auch wieder dann zu mir kommen. Das heißt, Mini-Inhalte, großes Türchen am Tag Nummer 17. Nummer 18 ist auch nicht viel schwerer, aber da ist etwas drin. Cool, freue ich mich. Das habe ich nämlich jetzt gerade in einem Tauschpaket weitergegeben. Und ich habe es wirklich so ein bisschen schmerzhaft ziehen lassen. Aber ich habe mir gedacht, das ist für die Person das richtige Produkt. Und deswegen habe ich es weitergegeben. Aber jetzt ist es wieder zu mir gekommen. Also Nummer 18 ist ein Serum Illuminateur. Also ein Serum, was einen ein bisschen so zum Strahlen bringen soll. Ob da jetzt ein bisschen Schimmerpartikel oder irgendwas drin ist, weiß ich nicht genau. Das Ganze ist vegan, es sind 95% natürliche Inhaltsstoffe drin. Vitamin C ist drin, deswegen vielleicht Illuminateur. Und Hyaluronsäure ist mit drin. Ich mag die Farbe auch irgendwie, finde ich das cool. Also die bleibt jetzt auf jeden Fall, dieses Serum bleibt jetzt auf jeden Fall bei mir. Nummer 19, auch nicht schwer. Ui, jetzt kommt wieder eine kleine Größe raus, aber vielleicht was Besonderes. Und das Produkt ist von Hüggens, ein Konzentrat. Was steht denn da drin? 99% naturelle Inhaltsstoffe, vegan, no animal testing, bio-organic. Okay, das soll die Haut erwecken. Also das ist wahrscheinlich eher ein Produkt für morgens. Da sind vielleicht, sind da auch 5 Milliliter drin? Ja, 5 Milliliter sind drin, soll die Haut erwecken. Das heißt, das eine Öl abends, das andere Öl morgens. Es ist schon sehr öllastig, der Kalender. Man muss so Gesichtspflege, Gesichtsöl definitiv mögen. Ich mag's und ich werde das sehr, sehr gern testen dann ab dem 19. Nummer 20. Ein Cremetüppchen. So viel kann ich schon verraten, mehr weiß ich noch nicht. Apicia Paris. Ein Blush. Ein Pollenblush. Okay, da sollte ein Blush drin sein. Also ein Blush für die Wange nehme ich an. Eine Biene ist abgebildet und Pollen steht drunter. 99,7% naturelle Inhaltsstoffe aus Polen. Ich muss das jetzt angucken. Uah, jetzt kommt schon raus. Ui, ui, ui. Ganz schnell wieder zumachen. Jetzt hat sich es natürlich hier richtig schön verteilt. Also das ist ein Blush in einem Zielrot. Ob man das jetzt für die Lippen verwenden kann, müssten wir jetzt nachlesen. Aber es wird wahrscheinlich eher für die Wangen gedacht sein und es ist leider gar nicht mein Farbton. Leider überhaupt nicht. Nee. Also, den werde ich auch weiter wandern lassen. Aber dadurch, dass ich den jetzt hier verwendet habe, wird er wahrscheinlich in einem Trash-Paket oder ähnliches dann weiterziehen. Also ist es leider nicht mehr in Farbton. Aber nettes Produkt und nette Idee vor allem. Wahrscheinlich ist es auch so Multi-Use, dass man das so für mehrere Sachen verwenden kann. Nummer 21, sehr groß und sehr leicht. Haben wir die Highlights schon hinter uns, oder? Ah nee, das gefällt mir.
Und zwar ist da eine Mascara Shines drin von Pompon. Und da hatten wir schon einmal einen Lippenstift drin und den finde ich so, so klasse. Ich habe da die Nude-Farbe und die ist so toll. Das ist ein grüner, eine grüne Mascara. Kommt aus Paris, 7 ml sind drin, mache ich jetzt nicht auf, aber sehr, sehr schön. Die bleibt auf jeden Fall auch bei mir. Die Nummer 22 fühlt sich so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, wie eine Zahnpasta an, aber es gluckert, das kann nicht sein. Also da muss irgendwas Flüssiges drin sein. Von Bioderma ein, was bist du, ein Micellenwasser. Waterproof steht da, also wahrscheinlich gegen wasserfestes Make-up. Also ich nehme mal an, dass es wasserfestes Make-up entfernt. Mit Zellenwasser bin ich nicht so aufgeschlossen gegenüber. Bioderma ist auch eine Marke, die Tierversuche macht. Habe ich damals nachgeschaut, weil wir schon ein anderes Produkt drin hatten. Und ich werde das weiter wandern lassen. Also das ist leider kein Produkt für mich. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt haben wir die Nummer 23. Ein Tüppchen von 417. Eine Fußcreme, Nourishing Cream, Fußcreme, Fußbutter und sowas kann ich gut brauchen. Von dem her wird das Produkt bei mir bleiben. Trommelwirbel für die 24. Bin echt schon sehr, sehr gespannt darauf. Ah, cool, von Caudalie ein Produkt. Und zwar aus dieser Traubenserie. Da hatte ich mal was in der My Little Box, das hat mir so gut gefallen. Also alles, was so mit diesem Traubenstempel war, hat mir echt gut gefallen. Das hier ist eine Creme. Ich meine wieder eine Gesichtscreme, oder? Creme Sorbet. Also eine hydratisierende Creme. Mehr kann ich da jetzt nicht rauslesen. Kamille steht noch drauf. Kamillenextrakt oder so. So schaut die Tube aus. Es sind 40 ml drin. Apply morning and evening, also face and neck. Also man kann es für das Gesicht nehmen und für den Hals nehmen. Ist eine Gesichtscreme, also eine Tagescreme, kann man sagen. Oder eben auch als Nachtcreme. Ist soll Feuchtigkeit spenden und ich finde es ein schönes Produkt. So, aber jetzt zum Fazit des Kalenders. Und ich muss echt sagen, also 69 Euro ist eine Menge Asche, eine richtig eine Menge Asche. Man muss es wirklich wollen und mögen, dass da sehr, sehr viel Pflege drin ist. Aber ich denke mir, wenn man andere Adventskalender kauft, wie Goodiebox und so weiter, weiß man das ja auch. Also wenn man sich das bewusst ist und die Favoriten der Blissim-Redaktion Frankreich testen möchte und vielleicht die Box noch nicht im Abo hatte, also dass neue Produkte für einen sind, lohnt sich der Kalender. Meine ich schon. Ja, also der Warenwert wird wesentlich höher sein. Bin ich mir auf jeden Fall ganz sicher. Ich habe jetzt 5 Produkte gefunden von 24, die nicht zu mir passen oder die ich schon habe und deswegen weiter wandern werden. Einmal der Hyaluron, einmal Duschgel, dann der Stift für die Wimpern, dann dieser Eye Pencil und der Blush. Also diese Produkte werden weiter wandern. Die anderen Produkte, auf die freue ich mich. Von dem her hat sich der Kalender für mich persönlich auf jeden Fall gelohnt. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis bald.